Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. So wird man auch seine Muni los. Ja, in der Tat, so schnell wird man sie los. Ja, ganz ehrlich, was hätte ich machen sollen? Buß, noch eine Axt. Ich frage mich ernsthaft, wo ich mir den Fuß jetzt verwundet habe. Das verstehe ich gerade gar nicht. Oh ja, die kann man looten. Die Nachtschränkchen. Das muss man aber auch wissen, ne? Dass man die looten kann, ne? So, Sewing Kit. Und schade, hier ist nichts drin. Hier sind keine Zombies. Toll, dann ist da natürlich auch direkt mal nichts im Nachtschrank. Wir machen mal Taschenlampe wieder an. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Das ist so klassisch, ne? Dass dann da direkt nichts drin ist, nur weil da kein Gegner war. Ja, das können wir so mitnehmen. Ja, ich weiß, wenn ich jetzt die Wasserflaschen nicht hätte... Ne, wisst ihr was? Wie spät ist jetzt? Das geht auch. Wir nehmen das Ding mit. Ich finde den hübsch. Den nehmen wir mit. Packen wir doch mal die Sachen, die nichts decken, da rein. Dann können wir noch den... das mitnehmen. Hier war doch noch was. Irgendwas war hier doch noch. Dachte ich. Ah, da ist noch was. Dahinter ist nichts. Da war noch was. Move. Okay. Raus mit dir. Hallo? Warum geht das nicht? Move. Muss doch gehen. Hier ist nichts drin. Oh, das ist gut. Die Flaschen wollte ich unter anderem hier haben. Guck mal, ein Hase. Den kann man aber nicht mitnehmen. Die Bibel kann man auch nicht mitnehmen. Was bist du? Painkiller. Aber ich glaube, auch die sind noch nutzlos, weil man... man verspürt keine Schmerzen in diesem Spiel. Noch eine Autobatterie. Komm, ich würde sagen, wir lassen die Autobatterie hier, ne? Wo müssen wir ja gar nicht. Wir können die ja auch in den Koffer packen. In das Ding packen. Ja, diese Flasche können wir da reinpacken. Aber da muss ich aber auch dringend nach Hause jetzt, bevor es zu dunkel wird. Wo ist denn jetzt hier? So. Passt. Hier hinter ist auch nichts. Mit den grünen Flaschen. Die braucht man, um sich in der Distille Alkohol zu machen. Da füllt man den dann quasi rein. Dafür kann man die grünen Flaschen benutzen. Oh, ich darf nicht so schnell laufen. Das ist ein Problem. Wenn der Berg kommt, werde ich ihn mit der Kommode beschmeißen. Ich frage mich immer noch, wie ich mich am Fuß verletzt hat. Mich hat doch keiner von diesen Zombies getroffen, glaube ich. Das dachte ich jedenfalls. Ja, mit schnell laufen muss ich jetzt aufpassen ein bisschen. Ich glaube, ich mache mal das Licht aus. Das bringt mir sowieso nicht sonderlich viel. Jetzt muss ich mal langsamer gehen. Doch, worauf bezog sich das doch? Achso, ja, zwei Hits zum Zombie. Schade. Dann bin ich ja noch glimpflich davongekommen, ne? Das hätte ja auch eine Blutung geben können. Vielleicht werfe ich mir zu Hause eine Bandage ein, dann heilt das ein bisschen schneller. Weil die Verletzung ist schon ein bisschen blöder. Ja, das Huhn können wir jetzt nicht mitnehmen. Nächster, bitte!
als Gamer, Narend. Herzlich willkommen, danke für die Follow. Mach lieber jetzt, du hast zwei dabei. Ach ja, aber so richtig bringt tut man es jetzt auch nichts, ne? Treatment, Wound. Aber schneller heilt das, also der Balken ist jetzt nicht voller geworden, ne? Oder heilt es jetzt nur schneller, das Self-Healing? Also ich sehe, dass ich jetzt eine grüne Bandage dann habe. Vorher hatte ich, glaube ich, gar keine oder nur ein Pflaster oder sowas, ne? Das sehe ich optisch. Laufen ist immer noch schwierig, wobei ich das Gefühl habe, ich kann ein bisschen länger jetzt laufen, bevor das Orange... Es heilt schneller, schreibst du? Okay, du wirst es wissen. Ey, Spiel. Hast du das eigentlich auch, dass es ab und zu mal raustappt? Wobei, ich spiele es ja in diesem Borderless-Window-Modus. Ne? Vielleicht liegt es auch da dran. Kann auch sein. So, jetzt mit schnell laufen ist jetzt auch nichts mehr. Bisher nicht, okay. Wir müssen unbedingt mal nachts schlafen. Deshalb ist unsere Ausdauerregeneration auch so schlecht gerade. Ich habe jetzt noch gar nicht auf die Antworten geguckt. Kommen nachts nicht auch Zombies raus? Oder sind die wirklich nur im Nebel, diese Gestalten, diese Infizierten? Das hat schon wieder ausgetappt gerade. Grundlos. Ich glaube, irgendwo da vorne ist mein Haus. Links sehe ich so einen Weg. Rechts sehe ich auch so einen Weg. Das sieht schon wieder ein bisschen diesig aus, ne? Ich habe nur keine Lust, dass mich jetzt auf den letzten Metern noch irgendwo ein Bär erwischt. Das muss nicht sein. Also nur beim Nebel kommen die, okay. Ja, nachts kommen diese maskierten Deppen, genau. Dachte ich bisher aber auch noch keinen. Die müssen wir dann ja auch abknallen. Ich bin gespannt, wann das ändert, dass die durch den Zaun sich durcharbeiten können oder auch. Mir wurde ja auch empfohlen, stell dir vor jedes Fenster Spinte. Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein guter Tipp. Wobei, da denke ich mir auch, also wenn du dir vor jedes Fenster Spinte stellst, dann man hebelt da ja schon sehr viel so Grundgefahr mit aus, ne? So im Sinne des Erfinders kann das irgendwie auch nicht sein, ne? Oder? Finde ich. Wenn man das macht. So, bringen wir erstmal die Sachen runter, machen die Tür mal zu, räumen wir hier mal ein bisschen auf. Man hat jetzt gar kein Foto mehr von irgendwas gemacht. Ne? So, Boost kommt zur... Oh, ich habe ja schon zwei gehabt. Sowas. Ach, hier ist voll. Gut, dann... kommst du da rein? Dann machen wir da mal mit Getränken weiter und sowas hier. Dann schmeißen wir die da rein. Dann kommt der Boost aber auch rein. Weil letztendlich wird der dadurch ja produziert. Sortieren wir hier nochmal ein bisschen. Das Nähzeug, wo kommt das denn mal rein? Ich weiß nicht. Ach, es ist jetzt offiziell Nacht, ne? Um 19:31 schon? Sowas. Wo hab ich denn? Ich hatte doch irgendwo Zucker. Ach, ist mein Leder draußen eigentlich getrocknet?
Da könnte ich eigentlich mal nachgucken gleich. Hey, sag mal, bin ich jetzt zu blöd? Die mittlere Ach, in der oberen war die Munition drin, ne? Ja, wenn ich meine Rifle finden würde, dann wäre ich ja schon froh. Laden wir mal durch. Okay, alles klar. Dann können die drei Schuss da auch wieder rein. Ach, das ist voll. Gut, das brauchen wir vielleicht gleich. Wollen wir mal gucken. Die Batterie schmeiße ich da mal eben hin. Die können wir mal eben essen. Schade, dass wir uns keine Blaubeeren anbauen können, ne? Also, was lernen wir heute? Im Falle einer Apokalypse wird Well A nicht trinken, B nicht essen, C nicht schlafen, D alles klauen, E Bären suchen und F ein Messi werden. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. In erster Linie muss ich schlafen. Das ist noch nicht trocken. Wo habe ich denn? Ach, das dauert auch noch. Schade. Weißt du, da ist es eine Woche, habe ich mich nicht eingeloggt. Ich hätte ja mal weiter trocknen können in der Zeit, ne? Ja. Gut, dann packen wir das Leder hier auch erstmal auf den Boden. Die Streichhölzer, wie hoch stecken die denn so? Ach, das waren ja gar nicht so viele. So, was können wir da mal bauen? Wir könnten eigentlich mal... Nee. Wir sollten schlafen. Komm, lass uns schlafen. Ich muss schlafen. Wegen der Fatigue hier. Wie gut ist denn, wenn ich das Zeug esse? Wie viel bringt mir das denn? Gar nicht so viel, ne? Es geht. Ich finde es ein bisschen doof, dass man im Gürtel nicht Rechtsklick machen kann. So, also meine Armwunde ist dann auf jeden Fall verheilt. Wir legen uns hier mal pennen. Und machen wir mal direkt die 8 Stunden oder sowas. Das kann ja nicht schaden. Wie sieht das mit der Fatigue aus? Kriege ich die ganz... Ja, super, kriege ich ganz voll. Bein ist auch fast ganz geheilt. Ja, schon wieder hell, sehr schön. So, also bauen. Was können wir da noch machen? Wichtig wäre für uns den Water Purifier, haben wir ja einen Mülleimer. Damit können wir jetzt mittlerweile ungewünschte Items wegwerfen. Der ist neu, das ist schön. Ich höre doch Motorengeräusch. Denkt man, hört Motorengeräusch, ne? Als wäre man in der Stadt. So, wo war denn... Das ist eine Schmiede. War Metal to Metal Ingots. Was jetzt in irgendeinen Patch auch noch eingebaut werden soll, ist wirklich Bergbau. Moonshine Still. Da brauchen wir 2 Empty Bottles, 10 davon. Wow, 20. Oh, das dauert aber lange. Das ist ja krass. 20 Komponenten, 10 davon. 20 Komponenten. Wie viel habe ich denn? Ja, komm, das geht. Split half. So, da hätten wir 20 Komponenten. Split one. Ach ne, hier ist ja noch. Ach, das sind jetzt überlegerweise 2. Dann machen wir das auch so. Die 2 Flaschen, 10 Stück. Deine 8, 9 und irgendwo lag hier doch noch ein Stein rum. 10.
Zack. Und zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Genauso wie Blaubeeren. Dafür kannst du Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten anpflanzen. Wie, wir können Kartoffeln anpflanzen? Ich habe da irgendwo eine Kartoffel gehabt. Wo habe ich den hingeworfen? Da ist eine Kartoffel. Und wie soll ich die anpflanzen können? Oder warte jetzt nicht bei diesem Spiel? Ach, in Subsistence. Ja, okay, alles klar. Mann. Ich hätte mir doch so gerne Kartoffelschnaps gemacht. Und wir brauchen den Hammer, ne? Habe ich einen dabei? Ne, habe ich nicht, ne? Wir haben jetzt haben wir aber einen. Den Moonshiner, den stellen wir uns im Haus auf, ne? Wir wollen ja nicht, dass uns draußen jemand unseren Alkohol wegklaut, ne? Ja, der gehört hier in die Küche, würde ich sagen. Eine ordentliche Distille gehört in die Küche. Wie rum dreht man sowas denn? Ich würde sagen, schon so rum, ne? Ich glaube mal, so rum ist richtig. Stellen wir den mal da hin, ne? Oder hier in die Ecke. Oder da in die Ecke. Dann können wir ruhig hier nebenstellen. Das macht ja nichts, würde ich sagen. Ja, dann bau mal. 1,5 Stunden dauert's. Immerhin kann man die Beine dabei verheilen. Das ist auch gleich wieder in Ordnung. Moonshine Reflux. Sehr schön. Okay. Da machen wir doch mal ein Foto von. Inventory. So. Dann brauchen wir jetzt 10 Liter Wasser. Echt? Eine Flasche und was war das? Zucker doch, ne? Oder nicht? Okay. Oben in der Dings habe ich ja meine beiden Wasserflaschen. Die habe ich jetzt tatsächlich gerade gesucht. Ja, dann lass uns Wasser holen gehen. Ist eigentlich schon Munition drin in dem Ding von vornherein? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube mal nicht. Ja, ich fange jetzt doch an, hier ein bisschen zum Messi zu werden. Ich weiß. So, da kommt's. Nein. Nein, da kommt's rein. So, wir bräuchten. Ja, 10 Liter Wasser ist natürlich mal eine Aufgabe. Wir essen noch mal was. Ein Gedicht. Der Well nun schon Geräusche hört, darauf er nachschaut, ganz verstört. Vom Haus und im Wald kann er nichts sehen. Nee, vom Haus und im Wald kann er nichts sehen. Drum kann er wieder sortieren gehen. Nee, das Telle, die muss her. Über den Fusel freuen wir uns sehr. Ja, ich freue mich auch über den Fusel. Ich hoffe, ich kriege sie leer. Boah, ich kriege sie nicht leer. Ich nehme sie trotzdem mit. Wir gehen Wasser holen. Wir gehen Wasser holen. Sechs Liter sind drin. Lass uns Wasser holen gehen. Gut, Wasser ist hier schnell geholt. In der Zeit werde ich nicht durstig. Lass uns mal nach Stein gucken und sowas. Vielleicht finden wir hier ein paar Federn. Ich glaube, hier hinten ist kein Bär, der uns gefährlich werden kann. Ah, da war eine Feder. Blaubeere. Noch eine Feder. Die spawnen anscheinend immer auch an denselben Stellen. Das war nur ein Blatt. Muss aber schon echt gut runter gucken, um da was sehen zu können. Noch ein Blatt.
Ist alles sehr unauffällig. Muss ich die Flasche jetzt wirklich erst in die Hand nehmen? Fill Bottle. Kann ich vielleicht diese angetrunkene Flasche auch füllen? Geht das? Probieren wir mal aus. Vielleicht geht das ja. Ich glaube es nicht, dass es geht. Doch. Das ist gut zu wissen. Das ist mal gut zu wissen, dass das auch geht. Lass uns noch mal eben ein paar. Na, wie lange brauchst du noch so? Okay. Morgen bist du trocken. Wir füllen das mal eben kurz nach. Dass wir hier schon mal die 10 Liter reinkriegen. Lass uns mal eben Wasser holen. Sofern das Ding erstmal läuft, haben wir auch reichlich Wasserflaschen. Dann haben wir da kein Problem mehr. Ich glaube, mehr als 10 Liter fasst das Ding noch. Ach doch, 16 Liter fasst es, ne? Moment. Was ist Distill mit hier jetzt? Ne, ich glaube, wie viele Liter passen da rein? 16? Aber 10 Liter Wasser für einen so einen Buß, also für zwei Buß, ist schon viel, muss ich sagen. Was ist mit dem Wasserfass vom ersten Haus? Das habe ich mir noch nicht geholt. Aber das müsste doch, glaube ich, auch leer sein, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob du noch Wasserflaschen veränderst bekommst. Ach so. Ach, das wurde geändert. Das wäre nicht schlecht, wenn sie das verändern würden. Ich fand das ein bisschen falsch, dass in dem Ding dann Kunststoffflaschen produziert worden sind. Das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Weißt du, wenn du mal auf Fill klickst, ne, dann sagst du so Worte wie angefüllt. Das kommt daher. Lass uns zum ersten Spawnpunkt da mal versuchen zu gehen, dass wir da unser Rucksack-Upgrade kriegen. Das würde ich begrüßen. Lass uns das mal versuchen. Wir brauchen dringend Rucksack-Upgrades. Damit ich ein paar Sachen mehr schleppen kann. Das wäre so gerade das Wichtigste, was ich gebrauchen kann. Essen und Trinken komme ich gerade mit hin. Wir schmeißen erst die Distille hier an. Oder diesen Water Purifier. Ja, okay. Das passt jetzt nicht mehr rein. Ist gut. Zack, zack, zack. Wir brauchen Feuerholz. So, was brauchen... Quatsch. Was brauchen wir? 4 Matches und ein bisschen drin. Streichhölzer. Verdammt, wo habe ich den gepackt? Da, ne? Hey. Split One. Und Baumrinde. Die habe ich hier noch irgendwo liegen. 4 Baumrinde brauche ich. Ich kann keine Baumrinde mehr liegen. Okay, dann besorgen wir uns welche. Aber nicht mit dem Messer. Passt doch. So, Distill, ne? Brauche ich jetzt einen Eimer dafür? Water Container, take. Ich brauche jetzt mittlerweile einen Eimer dafür. Stimmt, vorher hatte er, der hatte 4 Ausgabeslots und hat da mal Wasserflaschen rausgeschmissen, ne?
Ich hoffe, dass der Eimer auch 16 Liter fasst. Nee? Achso, ich packe dann da die eine Flasche rein und dann kann ich es umfüllen. Ne? Ja, dann lassen wir den jetzt laufen. Der wird eine ganze Weile brauchen. Der wird eine ganze Weile benötigen. Lass uns das mal eben... So, dann... ich schmeiße das mal alles in die Küche. Eben. Ja, auf die Blaubeeren. Dass wir möglichst leer losgehen. 6 Schuss, 7 Schuss. So, ich verabschiede mich aus der Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten wieder. Ich würde mich freuen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier in unseren alten Spawn-Gründen... Nee, ich will nicht schlafen. Wieso schlafen? Warum? Ist das super, oder nicht? Ich kann jetzt nicht schlafen. Das ist doch nicht ernst gemeint. Und nee, war ein Smiley hinter. Lass uns einen Rucksack abgeholt suchen. Wir gehen jetzt mal in unsere natürlichen Spawn-Gründe zurück. Sozusagen. Bin mal gespannt. Und versuchen, den Bären zu vermeiden da vorne. Das wäre auch sehr hilfreich. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.